Norwegen. Hallo. Ah. Ist das nicht wunderschön? Mir geht schon wieder direkt das Herz auf. Diese Weite, diese kraftvolle Landschaft, diese großartige Natur. Genau vor einem Jahr, letzten Sommer, haben wir dort gedreht und wir waren inspiriert und begeistert von diesem wunderschönen Land. Zu einem ganz besonderen, wunderschönen Abend darf ich Sie heute Abend hier begrüßen. Ein Abend, der in vielerlei Hinsicht besonders ist. Es ist zum Beispiel die erste Wunderschön-Sendung seit 15 Jahren, für die extra Filmmusik komponiert wurde. Ein 90-Minuten-Soundtrack ist entstanden von fantastischer Musik, die wir heute hier live hören dürfen. Und ich kann Ihnen sagen, schon bei der Vorbereitung, bei den Dreharbeiten, wir waren alle total begeistert und inspiriert von dieser Idee. Das ist ja was total Neues, zu sagen, es wird Musik geben für diese Reise. Es wird neue Musik entstehen und es wird nachher ein Gesamtkunstwerk werden. Wir wollten aber gleichzeitig auch dem Film mehr Raum für Musik geben. Und wir wollten dem Publikum, also Ihnen, mehr Raum geben für eigene Emotionen, für eigene Erinnerungen. Und das werden Sie hoffentlich heute Abend hier auch erleben. Ja, und das Highlight ist natürlich dieser Abend. Endlich mal wieder ein Gemeinschaftserlebnis. Wir alle hier im Raum, hier im Saal und draußen im Livestream werden heute Abend in norwegische Klang- und Bildwelten eintauchen können. Man könnte auch sagen, das ist eine wunderschöne Watchparty im Konzertsaal. Und wenn es Ihnen Spaß macht, dann können wir das gerne ab und zu auch mal öfter machen. So, und jetzt darf ich Ihnen den Komponisten vorstellen. Der ist nämlich heute hier und zwar schon direkt auf der Bühne. Gordon Hamilton aus Australien. Er hat nicht nur die ganze Musik komponiert, er spielt auch alle Tasteninstrumente heute Abend, die der Soundtrack braucht und ist gerne mittendrin statt nur dabei. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. So, und dann möchte ich jetzt Ihnen eine wunderschöne Reise wünschen. Ich möchte eintauchen mit Ihnen, wir alle wollen gemeinsam eintauchen in die norwegischen, mystischen, tollen Bild- und Klangwelten. Und ich möchte Ihnen noch gerne ein Zitat, ein Lieblings-Norwegen-Zitat von mir mit auf den Weg geben, was so schön heißt: Auf einer wahren Entdeckungsreise sucht man nicht nach neuen Ländern, man sucht die Welt mit anderen Augen zu sehen. In diesem Sinne freuen Sie sich auf Norwegen, auf das WDR-Funkhausorchester unter der Leitung von Chefdirigent Frank Strobel. Der Trolle. Wir sind unterwegs in Norwegens Westen, streifen die Pfade der Wikinger und erleben, wie die Norweger heute dort leben. Wir erkunden Norwegens Westen, vom Sognefjord bis nach Bergen. Unsere
Unsere Reise durch den Westen Norwegens führt uns unter anderem nach Fjärland am Jostedalsgletscher, zur berühmten Stabholzkirche in Borgund und in Europas größte Hochebene, die Hardangervidda. Sie endet in der Hafenmetropole Bergen. Das ist ja hier schon sehr erhebend. Die Frage ist jetzt, wie möchte man wieder gen Tal? Und das hier ist eine Möglichkeit. Oh mein Gott. Wofür ich den wohl brauche? Ich hoffe nicht. Oh Gott, hab ich weiche Knie. Oh Gott. Wie weit geht's da runter? 1400 Meter. Und wie schnell? You can go up to 100 kilometers per hour. Oh no! Yes. Kann bis zu 100 Stundenkilometer schnell werden. Oh Gott. Norwegen schafft mich gleich am Anfang. Okay, so, everything ready? Hilfe, Hilfe. Okay. One. Also da oben dachte ich echt kurz, okay. Dann habe ich den Typ nochmal gefragt, gibt es auch Leute, die hier nicht runterfahren? Dann sagt er, ja, manche sitzen hier und sagen, nein, ich mach's nicht. Andere übergeben sich erstmal und machen es dann doch. Aber die meisten, die hier unten sind, sind bestimmt happy. Ich auch. Das ist nicht nett hier. Gleich die frischen Blumen. Hier weiß man, das sind die Ziegen, die hier rumlaufen und von denen es wahrscheinlich den White Cheese und den Feta gibt. Kaffee, Hot Goat Milk, heiße Ziegenmilch. Das muss ich auch noch probieren. Und Pfannkuchen. Was heißt Pfannkuchen auf Norwegisch? Römmelapp. Römmelapp. Oh, sieht schon gut aus, der Römmelapp. Riechst du ihn schon? Ja. Kommt gleich. Also ein Römmelapp und den zahle ich jetzt gleich mit Kreditkarte hier oben in den Bergen. Das ist schon der Hit, echt.
Oh, wunderbar. Dann nehme ich schon mal mit. Bitte schön. Tschüss, einen Tag. War schon gut. Vorbei, guck. Und jetzt suchen Sie Ihre Herde, die liegt da hinten im Schatten. Wie im Bilderbuch, oder? Absolut. Und das hast du gesagt, das will ich heiße. Heiße Ziegenmilch. Gemolken heute am Morgen. Also ich muss mal kurz probieren. Ja, wenn man Glück hat, dann kann man hier auch eine finden und die lassen einen den dann auch direkt melken. Das funktioniert auch. Sind die so zutraulich? Ja. Ja. Wir machen uns dann morgens unseren Cappuccino. Beim Melken. Und melkt direkt in den Kaffee rein. Genau. Jetzt ernsthaft. Dann schäumt das noch so schön und dann. Oh Mann, also, das ist lecker, ich mag das total gerne. Was ist es denn, was euch hierher geführt hat? Bei mir war es die Liebe zu Norwegen. Ich habe mich vor 5 Jahren ins Land verguckt. Ich war Backpacken hier und dachte mir, okay, diesen Sommer, nachdem 2021 so anders ist, mache ich was anderes und ja, es ist wunderschön hier. Schon gehört, ne? Dieses, dass man hier einfach irgendwo übernachten darf, ein bisschen Abstand halten muss, aber doch die Natur für jeden da ist. Ist das, ja. Wie erlebt ihr das? Vergangene Nacht zum Beispiel waren wir unterwegs, einfach mit dem Schlafsack auf den Berg rauf. Da hochgewandert, ja. Alles ja. Mitgenommen? Ja, toll war es. Also unvergessliche Momente. Also für mich ging es dann relativ zeitig wieder runter. Also ich bin dann um 5:30 losgerannt, um die Ziegen dann zu melken. Aber der Morgenhimmel alleine war schon traumhaft. Also so rosa Wolken und kitschig und wieder diese absolute Ruhe. Die anderen haben das Ganze geschlafen. Ja. Ach schön, Mensch. Thank you.
Guck, und jetzt geräuschlos. Kein Brummen, kein Knattern, kein Nix. Das ist ja... Wow, im Hafen war es so schön warm in der Sonne und kaum kommt das Schiff hier raus in den Fjord, bläst richtig. Man ist froh, wenn man so ein paar dickere Schichten dabei hat. Wir halten jetzt hier an und lassen zwei Leute raus. Echt jetzt? Die gehen hier nach Hause? You bring them home. Nicht nach Hause. Die machen Urlaub. Okay. Ah, so man sagt also, ich würde gern da und da aussteigen und dann setzt ihr die Leute einfach da ab, wo sie wollen. Wie beim Busfahren. Okay, it's like a bus line. Ja. Das ist das beste Schiff, auf dem ich in meinem Leben je gearbeitet habe. Ich will nie wieder auf einem Schiff mit Dieselmotor arbeiten. Hier gibt es keine Vibrationen, keinen Lärm. Meine Hände sind sauber, jeden Tag. Aus meiner Sicht ist das optimal. Das ist die Batterieanlage. Da oben, das sind 1000 Volt Gleichstrom. Wir haben 8 von diesen Paketen auf dieser Seite und 8 auf der anderen Seite des Schiffes.
Das war's für heute. Das Allemannsretten, das Jedermannsrecht, das ist die zentrale Geschichte. Es garantiert der Allgemeinheit freien Zugang zu allen nicht kultivierten Landflächen. Und dazu gehört Wandern und Skilaufen, Reiten und Radfahren auf Wegen und Pfaden, Rasten und Übernachten eben auch, Bärenpilze und wilde Kräuter sammeln sowie Blumen pflücken, Baden, Paddeln, Segeln, Angeln in Salzwasser. Wenn man das mit Respekt macht, ist das hier alles in der Natur möglich. Das Jedermannsrecht.
fliegt, man fühlt es mit allen Poren. Man fühlt es bis in die Füße. Der Boden schüttelt sich. Oh, ich bin zwischen allem. Es ist ein unglaubliches Erlebnis. Wow. Now fresh air. Frische Luft. Yeah. Dieser Film war wirklich wie die Welt hier draußen. Around, huh? And you have Und du warst da mittendrin im Film? Ja, ich war damals auf dem Gletscher der Wanderführer. Die fünf Leute, die da gewandert sind, da warst du dabei? Ja. Der Erste. Ja, das war cool, Teil einer großen Filmproduktion zu sein. Überall Kameras. Da oben zu arbeiten, das war unglaublich. So nah am Eis. Man konnte den Fjord sehen. Fantastisch. Fantastisch. Die arbeiten hier, halten den Wald klein. So sehen wir den Gletscher besser. Ach so, okay, die halten den Gletscher frei hier, damit man ihn auch schön sieht. Aber den sieht man ja unglaublich gut. Das ist das größte Stück Eis auf dem Festland in Europa. Etwas ganz Besonderes. Oh. Und die blaue Farbe. Das kommt daher, weil das Gletschereis extrem sauber und komprimiert ist. So entsteht die tiefblaue Farbe. 100 Jahren ging das Eis bis hierher. Die Gletscherzunge endete hier. Ziemlich beeindruckend. Jostedalsbreen. Ja. Das ist der Name. Jostedalsbreen. Yeah. Breen bedeutet Gletscher. Ja. Jostedalsbreen. Findest du es auch noch schön? Ha? They like people. Die mögen Menschen. Und das Eis. Ein perfekter Ort für sie. Oh, look at this. Da kommt gerade eine Menge Wasser vom Gletscher runter. Wir können noch ein bisschen näher ran. Gleich kannst du das Eis mal anfassen. Oh, das ist Eis. Ja, das kommt vom Gletscher und wird hier runtergespült. Das ist 1000 Jahre alt. Das ist Schnee aus der Wikingerzeit. Mensch, Schnee aus den Wikingerzeiten, 1000 Jahre altes Eis. That's kalt, oder? Es ist kalt, aber super, es hier berühren zu können, im Anblick des Gletschers. Siehst du die kleinen Bläschen? Das ist Luft aus der Wikingerzeit vor 1000 Jahren. Cool. 1000 Jahre. Wie großartig. So nice. Ich behalte es. Ich halte es so lange es geht. As long as I can. Yeah.
kaum noch vorstellen, dass es mal ein lebendiger Hafen war. Und dann hier ist das nicht. Vorm Gletscher. Und dann dieser Kontrast. So schon ein bisschen verwittert. Und gleichzeitig zahlt man die Bücher hier mit einer App. Das ist Norwegen. Und die Idee ist ja, man kann Bücher bringen, man kann aber auch eben Bücher kaufen. Ich bringe diesmal eins. Bücher, wir sind ja in einem Bücherdorf. Wie im Wohnzimmer. Es gibt nicht viele Plätze mit so einem Ausblick. Manchmal sieht man von hier Delfine oder Seehunde. Im letzten Jahr kamen hier Orcas vorbei, 10 Stück. Einer so nah, dass ich ihn wegen des Geländers nicht sehen konnte. Oh, really? So nice. Diese Holzarchitektur, was für ein schöner Ort. Das kommt da. Schauen wir mal, ob er lädt. Funktioniert. Cool. Okay. Sollte morgen früh voll aufgeladen sein. Perfekt. Ich bin ein Träumer und habe eigentlich viel zu lange im Ausland studiert. Dabei wird man leicht, wie ich es nenne, norwegischer Nationalromantiker. Und ein norwegischer Nationalromantiker wie ich braucht eben ein weißes Hotel in einem Fjord. Als ich vor ein paar Jahren mal nach Hause gekommen bin, wir lebten damals noch in Oslo, habe ich zu meiner Frau und den Kindern gesagt, lass uns irgendwo hingehen, wo wir noch nie gewesen sind, wo wir niemanden kennen. Und dann sind wir 2011 hierhin gekommen und haben das Hotel gekauft. Damals war es gelb und wir haben es sofort weiß gestrichen. Was die meisten Leute hier machen? Sie setzen sich auf die Terrasse und trinken einen Kaffee oder ein Bier. Sie wollen hier entschleunigen, runterkommen, das Leben genießen. Definitiv. Wir wohnen etwa 50 Minuten von hier. Das ist gut, denn es kann hier manchmal auch hektisch werden. Aber wir bleiben für den Rest unseres Lebens. Da habe ich keinen Zweifel. Thank you.
Wir schneiden Salat, davon haben wir viel im Moment. Und ihr habt keine Schnecken? Nein, wir haben keine Schnecken und wir reden auch nicht drüber. Sonst kommen sie hinterher noch. Okay, wir reden nicht drüber. Die hier sind für eine Kundin in der nächsten Woche. Sie bekommt zwei hiervon und zwei von da drüben. Wann beginnt bei euch die Pflanzzeit? Wir fangen im Mai an, die kleinen Salatsprösslinge zu setzen. Erst im Gewächshaus, da bleiben sie einen Monat, dann kommen sie ins Beet. So können wir hier ein halbes Jahr lang Gemüse und Salat ernten. That's how we can have vegetable for like 6 months here. Okay, because ihr habt ja nicht viel Zeit, hier draußen Gemüse zu ziehen. Ja, der Winter ist lang. Wir haben sehr viel Schnee hier. Der liegt hier so hoch. During the whole winter. I think also we should take some. Wir pflücken jetzt noch Möhren. Hiermit öffne ich die Erde. That will open the soil. It's really good soil here. So. Kann ich probieren? Klar, probier eine. So. Oh, ein bisschen Erde macht nichts. Ne? Oh. Süß und knackig und frisch. Ah, frischer geht nicht. This is like für die Kinder sind die wie Bonbons. Super. Put it in here. Super. Ja. Yeah. That's it? Yeah, and then the chef. Ein Restaurantchef braucht noch ein paar essbare Blumen. Und die kann man essen? Yeah, also. Ja, you can just take probier doch einfach. Have a good taste of it. Er liebt mich. Kennst du das? In Deutschland machen wir das. He loves me not, he loves me. Yeah. We do that. Das machen wir auch oft. Wie heißt das auf Norwegisch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das früher nur auf Dänisch gemacht habe. Die schmecken nicht intensiv, aber sie sehen toll aus im Salat. In. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Tack. Tack. So. Ja. Looks good. Schön. So, jetzt geht's gleich los und man braucht nichts, kein Ticket, kein gar nichts. Alles wird über das Nummernschild abgerechnet, das wird irgendwie gescannt und nachher kriegt man dann die Rechnung. Das ist wirklich modern. Super sympathisch. Thank you.
Ein Stein. Und was ist das andere? This is linen. Das ist ein Leinenzünder. Und das ein Feuerstein. Und das Holzkohle. Das klappt. It works. Wie war das Leben in der Wikingerzeit? Also in diesem Tal konnte wahrscheinlich nicht mehr als eine einzige Familie leben. Heute brauchst du nur eine Wohnung für dich, deinen Mann und deine drei Kinder. Und du brauchst ein 10 Quadratmeter großes Büro. Dann bist du glücklich mit deinem Computer und allem. Zu Zeiten der Wikinger brauchte man mindestens 5 Hektar Land pro Kind. Per child. Um überleben zu können. To survive. Because you needed all the crops. Denn man brauchte von diesem Land alle Feldfrüchte und außerdem alles, was man in Wäldern, aus den Bergen und aus dem Meer bekommen konnte. Und damit konnte man dann wahrscheinlich eine Familie ernähren. Wenn der Vater dieser Familie starb, er hatte zum Beispiel 5 Söhne, dann erbte nur der älteste Sohn das Tal. Und die 4 anderen Söhne mussten es verlassen, ein Schiff bauen und woanders ihr Glück suchen. Build a ship and go somewhere else. Nochmal ins Feuer. Es sieht schon aus wie ein Blatt, aber noch sehr zweidimensional. Jetzt mache ich es etwas plastischer. Hier, bitte sehr, ein Geschenk für dich. Damit bist du mit einem langen Leben und Wohlstand gesegnet. Sehr nett, vielen Dank. Thank you so much. You're welcome. Thank you for visiting us. Wikinger liebten alle Arten von Wettbewerb und Spiele. So this is the game. Das ist also ein Spiel. Die Wikingerfrauen waren wohl ziemlich stark. Wahrscheinlich mehr mental als körperlich. Sie waren oft alleine, trugen die Verantwortung. Da gab es kein "Ach, bitte hilf mir doch." Wikingerfrauen konnten also auch Äxte werfen. Besonders, wenn sie wütend waren. Axt werfen wie eine Wikingerin. Ja. Nein, höher. Ich will es einmal schaffen. This one is die Axt ist schwerer als die hier. Stimmt. Just lean backwards. Lehn dich zurück, dann hast du mehr Kraft. Ja, very good. Zurücklehnen und Schwung. Hey! Vielleicht sollten wir sie hier behalten. Ja, maybe that. Ja. 1, 2, 3. Ah! Yes! Yes! Yeah.
when we come to Norway, I can't. Seit wir in Norwegen sind, haben wir immer wieder von den Trollen gehört, von diesen Wesen, die in den verschiedenen Facetten der Natur leben. Die sind überall. Meinst du? Wir haben sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Wir wissen es. Was wisst ihr? Wir haben sie gesehen, gehört. Trolle sind lebendige Geister. Naturgeister. Auch hier? Natürlich. Wie kannst du von dieser Erfahrung berichten? Du triffst sie. In der Natur? You can try just, probiere es aus. Fahr einfach 3 Kilometer aus dem Tal raus, warte bis 11 Uhr abends und wandere dann hierhin zurück. Dann hast du morgen früh eine Geschichte zu erzählen. Willkommen. Das ist ja beeindruckend. Siehst du da oben? Da gibt's Gesichter. Viele Leute, die fragen uns, sind das Götter vom alten Religion? Vielleicht, aber wir wissen es nicht. Aber ganz wichtig ist, dass das hier eine Christenkirche ist. Es ist keine Wikingerkirche. Und Stabkirche heißt ja, sie, weil diese Stäben die Grundstruktur ist. Die Stäben, also, das ist Kieferholz. Mhm. Und viele Leute jetzt, die denken, Kiefer, Ikea, schlimmes Holz, nicht wahr? Aber es gibt ein besseres Holz wie Kiefer, aber man soll es die Zeit geben. Wir können jetzt alles viel besser wie 800 Jahre hin, aber wir haben keine Zeit. Wir brauchen das Holz ganz schnell und dann ist es weich. Die Bauleute von solchen Kirchen, das waren nicht Jungs von Dorf, das waren Gruppen, die sind herumgereist. Und wir glauben, die kamen hierher am ersten Mal 5 Jahre, bevor man die Kirche gebaut hat. Dann gingen die im Wald, haben Bäume ausgesucht, die schönste, die größte, haben die Rinde abgeholt und dann sind die weitergefahren. Oder vielleicht gestorben oder andere Leute sind zurückgekommen, um die Kirche zu bauen. Und warum hat man gewartet, wenn man die Rinde vom Baum holt? Dann geht das Harz, was im Baum ist,
durch die Stamme und legt sich am Außenseite. Und dann schützt es gegen Feucht. Und dann kann man ein Kieferhaus bauen, was 840 Jahre steht. So, man soll es die Zeit geben. So in diesem Tal. Und ja, hier geht doch jetzt irgendwo der Königsweg vorbei. Ja, ja, stimmt. Einem der schönsten Wanderwege Norwegens. Die fängt an in unserem Nachbarndorf Vang. Und dann kann man 200 Kilometer lang wandern, von Vang bis das Dorf Lærdal. Und die Straße geht über Straßen, die sind ungefähr von 300 Jahre alt. Die sind von 1700. Und jetzt ist es ganz berühmt, weil es sind mit Händen gemachte Straßen. Die Leute haben noch kein Dynamit gehabt, Sprengstoff. So alles ist angelegt auf große Mauern, 13 Meter hohe große Mauern. Du solltest dich das ansehen und man kann dann wandern. Weil der Kaiser Wilhelm hier in Stalham vielmals gekommen hat. Er kam hier erst einmal in 1890, sieht es aus,
Und es sieht aus, wie er jedes zweite Jahr nach Stalin gekommen war. Er war gern unterwegs, oder? Ja, unterwegs. Und der Kaiser hat etwa 60 Leute mit sie, wann sie nach Stalin gekommen hat. Morgen mit der Flagge? Na, nicht, da kann ich, um mich ehrlich sein, ja. sein, kann ich nicht da sagen. Aber ganz oft. Aber oft. Ist schön. Oh. Mhm. Sieht gut aus. So sieht gut aus. Okay, und dann? Einen da dran. Da. Mhm. Der andere da. Okay. Und dann? Diese? Ja. Hier ziehen? Ja. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. So. Ah, in so einem blauen Himmel zieht man sie natürlich gerne hoch. Ha? Was für ein königlicher Tag. Und dann dies machen wir diese. Wieder fest. So, 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 so. Ja. Und dann diese. Job done. Job done. Job done. Super. Ja. Und was bedeutet das jetzt für Sie? Das bedeutet... Freie Norwegen. Freie Norwegen. Unabhängigkeit. Ja, ja. Thank you.
Baum. Oh, oh, oh. Der Wahnsinn. Dadurch, dass es hier so durchsichtig ist, ist es echt eine Herausforderung. Und das hier ist erst der kleine Bruder von dem da. Ja, mal ein freundlicher Geselle. Du,
Trollskogen. Guck mal, so eine Fichte. Retzgarden. Gordon. Das Gordon. A mit dem Kreis ist immer O. Ne? Genau. Retzgarden. Mensch, guck dir das an. Das ist auch hier alles schon. Ja, diese Häuser wurden gebaut nach 1702. Ja, also diese Häuser sind zum größten Teil über 300 Jahre alt. Sie wurden gebaut nach einem großen Feuer, was hier 1702 in Bergen wütete und 90% der Stadt zerstört. Fast 100% von Brücken. Brücken stand unter Lübecker Recht. Ja? Ein kleiner Staat in der Stadt. In jedem Haus hatte hier ein deutsches Unternehmen eine Filiale. Und in jedem Gebäude arbeiteten dann bis zu 10 deutsche Männer der Hanse. Die haben Handel betrieben und die haben in diesen Gebäuden auch gewohnt, gelebt, gearbeitet. Reines Männerdorf. Ja. Und wo waren die Frauen? Der Ältestenrat der Hanse saß so an, dass Frauen die Männer nur von der Arbeit abgehalten hätten. Ach. Deshalb durften sie eigentlich laut den Statuten keinen Kontakt mit Frauen haben. Ja? Das ist ein ganz so hat es dann aber nicht funktioniert. Mhm. Oh, guck mal, und jetzt leben hier auch Tiere. Ja, das ist Solberg. Das ist wohl die einzige Bewohnerin von Brücken. Denn hier ist es eigentlich nicht erlaubt zu wohnen. Aufgrund der Brandgefahr sind das alles Geschäftsräume. Aber Solberg ist die Einzige, die hier wohnt. Also ja, die guckt gerade, glaube ich, sehr erschreckt, weil da hinten genau, ein großer Hund ist. Und das wird jetzt eine interessante Begegnung werden. Ne? Jetzt geht der Hund wieder, jetzt ist Entwarnung. Solberg, du kannst dich entspannen. Hey, du kannst dich entspannen, du, ja, du Hübsche. Ja? Thank you.
rein schon auch die Sonne rein. Ah, ist ein lustiger kleiner Platz. Weil das knarzt und wackelt hier. Ja. Hier ist dein Büro. Genau. Aber hier waren die Menschen auch entweder kleiner oder man musste echt genau, in den Kopf einziehen. Ja. Aber dadurch, dass die Tiere noch kleiner waren, entwich auch weniger Wärme. Ne? Stimmt. Ach Gott, das ist er doch. Das ist er doch, ja. Das sind gleich zwei. Darf ich mal anfassen? Ja. Das ist Stockfisch. Getrocknet. Oh. Und man riecht es auch, ja? Ja, intensiv, immer noch, obwohl ja, er jetzt ewig getrocknet ist. Schon, ja, ne? Hat eine Konsistenz wie Feuerholz. Ja. Also sehr trocken, sehr hart. Und deshalb konnte man ihn lange lagern, ja? Bis zu 7 Jahre lang. Und wie esse ich das dann aber jetzt, wenn es dann mal so weit ist? Den legt man im Regelfall ein in Wasser und Natronlauge für bis zu 10 Tage. Und danach hat er eine Konsistenz wie fast frischer Fisch. Und dann kann man ihn kochen, braten, backen. Und ich habe aber auch eine Möglichkeit, ihn so trocken zu essen, wie er ist. Polarsnack. Polarsnack. Ist klar. Und das isst man als Snack zum Bier. Ja, so machen das die Norweger. So ein kleiner Snack, oder? So wie. Genau. Weißt du, wie es riecht wie Fischfutter? Also, guten Appetit. Mhm, auf Norwegen. Oh. Man fragt sich, zu welchem Anlass man das essen will, ne? Es ist ein bisschen fischig, so ein bisschen wie Sägemehl von der Konsistenz im Mund. Also wenn man lange auf dem Wasser ist und nichts mehr zu essen hat und alle Stricke reißen, dann. Genau. Thank you.
Setzt-Morgen-Stimmung. Exactly. Genau. Die Melodie ist in der Geige. Ja, so, das ist wirklich so. Grieg hat sich stark von norwegischer Volksmusik inspirieren lassen. Für den Anfang der Morgenstimmung hat er einfach die Töne der unteren Saiten der Hardanger Fiedel genommen. Sehr besonders. Mensch, was für ein Moment. Das ist ja wirklich ein Kunstwerk. It's an artwork, right? Absolutely. This Hardanger Fiddle. Hardingfele. Hardingfele. Yeah, exactly. Very good pronunciation. Yes. So this is the national. Das ist das Nationalinstrument Norwegens. Und es gibt sie eigentlich auch nur in Norwegen. Sie hat 9 Saiten. 4 wie eine normale Geige. Und dann 5 darunter. Die schwingen immer mit. Which resonates, not the strings. Und schau mal, das ist doch auch schön. Ein bisschen wie ein Wikingerschiff. Exactly. Guck mal, es ist frech hier. Er streckt die Zunge raus. Ich denke, das muss von den Wikingern inspiriert sein, von deren Booten. Und das hier sind Perlmutt-Applikationen. Wonderful mother of pearl. Ja, Perlmutt ist es, ne? Ja, so Perlmutt, wie es in Norwegian. And actually each Hardanger Fiedelmaker. Jeder Hardanger Fiedelmacher hatte auch seine eigenen Muster. So sieht jede Fiedel anders aus. Und jetzt spielst du drauf. Oh, darüber bin ich glücklich. Kann ich sie mal halten? Absolutely. Natürlich. Ich bin die ganze Zeit schon so. Ich meine, ich spiele ja auch Geige, aber meine Geige liegt aber in einer Art Tiefschlaf. Ach, du spielst auch Geige? Ja, manchmal. Das ist ein großer Moment für mich. Ist die schön und so leicht. Hast du einen Bogen? Oh, can I? Darf ich? Sure. Natürlich, gern. Mensch. Also Menschen, die kein Instrument spielen, können das jetzt vielleicht nicht verstehen, aber das ist jetzt echt ein besonderer Moment, wenn man. Aber jetzt lass mal. Spürst du die Vibration all dieser Töne? Das Instrument ist wirklich ganz anders. Es ist schwierig für mich, weil es alles so anders ist mit den Fingern. Aber dieser Sound hat dieses Nordische. Spielst du mal? Jetzt hören wir mal, das ist richtig. Aber es ist ein tolles Gefühl, das zu spielen. Das ist ein Norwegen. Ich spiele jetzt ein Wiegenlied. Okay.